Ich begrüße Sie herzlich im Albeit Stadium, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus dem Achtelfinale dieser WM. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich auch die Nervenbelastung immer größer. Unter den besten 16 sind sie schon, aber ja, ist ja logisch. Die wollen mehr. Hier soll noch nicht Schluss sein. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Antonio Rüdiger spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Serge Gnabry steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und vorne drin setzen sie auf Thomas Müller. In der DFB-Elf haben wir ja unglaublich viele Weltstars spielen sehen. Buschi, zwei wollen wir jetzt nochmal herausstellen. Ja, zum einen Lothar Matthäus, nach wie vor mit 150 Spielen Rekordnationalspieler. Stolze 20 Jahre hat er für Deutschland gespielt. Und bei den Torschützen ist Miro Klose mit 71 Treffern ganz vorn. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Busch. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Die deutsche Mannschaft hat Anstoß. Wir legen los mit diesem Spiel. Kimmich. Goretzka. Thomas Müller. Müller, klasse! Da geht er dazwischen. Ah, das gibt Einwurf. Ball erobert erstmal. Sané bietet sich da jede Menge Platz auf Außen. Die Chance für Leroy Sané. Die DFB-Auswahl mit dem Treffer. Ja, da sind sie zu zweit, da lassen sie sich natürlich die Geschichte nicht mehr entgehen. Das nutzen sie, sie warten, dann ist die Lücke da, dann fällt das Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Pass jetzt von Sané. Müller, das muss es doch sein. Sie ziehen davon, unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Den Keeper trifft da keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher. Schlechtes Abwehrverhalten. Zwei Leute frei durch. Konsequenz, Tor. Goal. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Number 13, Thomas Müller. Ball erstmal weg.
Müller. Jetzt der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Die DFB-Elf kann hier den Ball zurückerobern. Müller. Die Riesenchance von Müller. Der Ball ist drin. Was für ein Auftritt von Müller. Das war sein dritter Streich in diesem Spiel. Das dritte Tor. Da ist es nochmal. Und wir sehen hier ganz deutlich, gegen ihn finden sie kein Mittel. Der macht, was er will. Es geht weiter, die deutsche Mannschaft mit drei vorne. Goretzka. Kimmich. Kimmich! Gehalten, war schon eine richtig gute Aktion. Eck in den Strafraum. Wichtig, dass er da klärt. Von dort zu schießen war bei aller Vorsicht vielleicht nicht die beste Option. Auf jeden Fall kein Problem, den Ball abzuwehren. Ballverlust Goretzka. Chance für den Konter jetzt. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Serge Gnabry. Die Fans spüren, jetzt kann der Schuss kommen. Da kommt der Befreiungsschlag. Schönes Pressing jetzt. Sie holen sich den Ball. Gehalten. Macht er gut. Chance jetzt, den Ball rauszuspielen. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Und das ist ein Freistoß gegen die DFB-Elf. Sie haben durchaus Platz auf außen. Fahne ist oben, abseits. Enge Geschichte. Wenn hier gleich Pause ist, dann kann die deutsche Mannschaft durchaus zufrieden sein. Sie ist hier klar vorne. Mit so einer klaren Führung im Rücken hast du es natürlich leicht aufzuspielen. Und genau das tun sie auch. Das wird nach der Pause kaum anders sein. Sie dominieren das Ding hier. Ist bisher ein klasse Spiel. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss. Und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. El-Nesyri. Er passt gut auf und hat den Ball. Gündoğan. Ball ist bei der deutschen Mannschaft.
Oh, der Ballgewinn. Ja, immer noch stehen sie da enorm unter Druck. Gut, wie er den Ball abblockt. Jetzt kommt die Ecke. Erstmal geklärt. Süle. Super durchgesetzt. Ja, das ist ein Foul. Das hat die Schiedsrichterin natürlich richtig gesehen. Und ich glaube, dafür kann man fast auch eine Karte geben. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Gehalten, aber klar, das war eher ein durchschnittlicher Freistoß. Das ist der Pfiff und damit geht der erste Durchgang hier im Al-Bayt Stadium zu Ende. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Deutschland bekommt hier den Vorteil. Aber jetzt pfeift die Schiedsrichterin ab. Es gibt doch noch diesen Freistoß. Ermahnung, ja, ja. Manche würden wohl sagen, das war gelbwürdig. Aber noch bleibt die gelbe Karte stecken. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Ziyech. Ja, weg ist der Ball. Hakim Ziyech. Auf dem Flügel wäre Platz für Serge Gnabry. Jetzt vielleicht. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Sie verlieren hier den Ball. Gündoğan am Ball. Das macht er sehr gut. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ganz stark abgeblockt. Die Deutschen jetzt wieder am Ball.
So, was machen Sie draus? Die Gelegenheit. Das Tor ist offen. Und den Ball macht er natürlich. Keine große Aufgabe mehr. Wir blicken noch mal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Youssef En-Nesyri. Den Zweikampf führt er sehr gut. Thomas Müller. Er bekommt Hilfe. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Thomas Müller. Der Ball für Goretzka. Chance für Havertz. Ist es das? Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier beim Spielstand. Auswechslung bei der deutschen Mannschaft jetzt. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Und das ist ein Freistoß gegen die DFB-Elf. Das wird Abschluss geben jetzt. Jetzt wieder Ballbesitz für die DFB-Auswahl. Thomas Müller, gut durchgesetzt, gefährlich. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Und jetzt Müller. Jetzt die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Das könnte die Gelegenheit geben. So, da ist die Gefahr fürs Erste bereinigt. Gündoğan. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Gibt Freistoß gegen das deutsche Team. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ziyech. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist.
Sofyan Amrabat. Pass kommt nicht an. Jetzt Gündogan. 3 Minuten sind es noch. Müller, da hat er den Ball verloren. Sofyan Amrabat. Youssef En-Nesyri. Er zieht ab. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. So, Schlusspfiff. Das war's für heute. Und Sie dürfen sich freuen, denn damit steht der Einzug in die nächste Runde nun fest. Das sah fast schon mühelos aus. Alles im Griff. Ich bin gespannt, was für Sie in diesem Wettbewerb noch möglich ist.